Hallo, mein Name ist Kanchario und herzlich willkommen zu Let's Play Super Mario Maker 2 Online. Es geht weiter mit dem vernetzten Modus. Ich habe gerade das starke Bedürfnis danach, mich mit irgendwelchen Leuten aus aller Welt anzulegen, aber in SMM2. Mal gucken, ob es laggen wird, aber ich muss mich gerade überhaupt nicht bewegen. Ich werde herumgeschubst und Toadette hat mich gerade gepackt. Wow, ich bin auf Toadettes Kopf gesprungen, sonst wäre ich auch runtergefallen. Oh Junge, wie cool. Schöner Anfang. Haha, Toadette ist da ganz hinten. Wobei, Toadette, du weißt, ich mag dich. Ich lach dir nicht aus oder so, aber im vernetzten Modus, das ist genauso wie wenn man Mario Kart spielt. Die Freundschaften werden kurzzeitig zur Seite geschoben. Yo, Toad, was hast du denn für Probleme? Hör mal, wer da hämmert und so. Okay, Mann, tragen. Mist, ich wollte ihn doch nur aufheben. Ich habe keine Ahnung, wie das geht. Oh nee, ich bin so lost. Oh no, ich bin schon wieder verloren. Oh, cool. Kugel Willi hätte mich fast berührt. Ach, das ist ein Scrolling-Level, deswegen ist das gerade ein bisschen so komisch. Ach so, heftiger Typ. Oh nee, ey, ich will nicht, dass du das Ziel vor mir erreichst. Oh, was machen wir jetzt? Ich hole mir doch den Pilz. Oh nein, ich habe den Fragezeichenblock nicht erwischt. Habe den Pilz und let's go. Oh, doch, jawohl. Nein, das sieht komisch aus. Oh, Checkpoint fahren. Nee, Ziel. Wenn jetzt irgendwo das Ziel hier ist, dann bin ich glücklich. Und warum bin ich schon wieder so aufgedreht? Keine Ahnung. Im vernetzten Modus bin ich voll oft so unterwegs. Weh, du schubst mich. Hör auf jetzt. Oh, hör auf jetzt. Oh, hör auf jetzt. Oh, das ist doch richtig dreist. Oh, nee. Das gibt's nicht. Das war richtig gemein. Oh, Junge. Na toll, jetzt bin ich hier alleine. Das war nix. Ja, wenn du nur wüsstest, was mir gerade passiert ist. Och nee, ey, das sah so gut aus. Na, was soll's, ich muss wieder von vorn beginnen. Oh, duck dich. Ach, verdammt. Genau, Konzentration. Ich muss wirklich die Ruhe bewahren. In letzter Zeit bin ich wirklich ziemlich aufgedreht, aber die Sonne scheint voll oft in Hamburg. Und wenn das Wetter gut ist, fühle ich mich automatisch gut. Aber sowas von automatisch. Na toll. Was, Toad hat verloren? Was? Du hast verloren? Aber Toadette ist am Führen. Toadette ist am Führen, aber sowas von. Wo ist sie denn? Pass auf. Pass auf, habe ich gesagt. Okay. Wie, Johannes hat aufgegeben. Ja, okay, kein Problem. Wer ist denn Johannes? Ah, das war Mario. Oh, Toadette, als ob sie aufgeben würde. Es sei denn, der Spieler oder die Spielerin hat gerade Internetprobleme. Dann würde sich das ja lohnen, aber... Jetzt aufgeben. Das wäre sinnlos. Das wäre sinnlos wie ein Haus ohne Terrasse. Okay, voll unnötig. I am very sorry, but sometimes my head is a little bit... Nein! Oh nee! Oh nee! Oh, super Fabi! Oh nee, ey. Oh, hör doch auf. Naja, was soll's, ich gönne ihm das. Ich habe mein Bestes gegeben. Abstimmung läuft. Oh, ich wäre so glücklich, wenn ich mindestens ein... Level, beziehungsweise in einem Level hier Erfolg haben könnte. Im letzten Part habe ich kein Rennen gewonnen, aber davor im vorherigen Part. Was? Ich rede schon wieder. Ach, egal, voll unnötig. Vernetzte Spielen. Warum lese ich das schon wieder vor? Ach ja, by the way, heute ist Donnerstag. Boah, voll cool, Mann. Endlich. Nur noch heute, morgen und dann habe ich einfach mal die komplette frei, komplette Woche frei. Ich habe gerade ein bisschen, um ehrlich zu sein, Freiraum nötig. Ja, es gibt so viele Sachen, die ich jetzt gerne in meiner Freizeit machen möchte. Ich würde mich auch gerne entspannen wollen. Mein Kopf schreit danach. Wir sind zu zweit? Ach, Super Fabi. Hä, warte mal, Super Fabi. Der Name hört sich ziemlich deutsch an. Auf einmal ist das jemand, den ich so erkenne. Super Mario Bros. 1-1. Das ist es. Okay, mal gucken, was er jetzt machen wird. Okay. Wie geht das mit dem Hochheben? Aufheben? Ach, keine Ahnung. Ach, okay, stimmt. Wenn das jetzt wirklich nur Super Mario Bros. Ist, dann brauche ich kein Power-Up-Item, hoffe ich. Das sieht aber nicht so aus, oder? Nein, wie kann man denn gegen einen Goomba laufen? Oh nee, ey, ohne Witz, das kann man doch nicht bringen. Ja toll, jetzt nehme ich den Pilz. Och, never ever, warte mal. Warte mal, stimmt. Rein da. Oi, Alter, mal. Rein, warum bist du so nervös? Rein. Oh, ich dachte schon, man fällt da runter. Ich verzichte auf die Münzen. Oh nee, ey, wird er wieder gewinnen?
Wo, der hat auf mich gewartet. Der hat auf mich gewartet. Ich glaube, das ist jemand aus Deutschland. Er hat mir gerade das Gefühl gegeben, als ob er mich kennen würde. Und einen auf, ja, Kanscha, ich warte noch kurz auf dich. Und sobald ich dich sehe, Kumpel, ja, mache ich mir das Ziel klar. Dazed da. Dazed, okay. Klassisch, kurz und knackig. Mir hat Spaß gemacht. Minus 3. Och man, warum? Komm, jetzt die nächste Runde. Muss ich gewinnen. Ja, ist klar, Fabi, ist klar, ist klar. Ich denke, er sollte noch am Start sein. Ich glaube, er hat Bock gerade. Vielleicht ist es wirklich jemand, der mich kennt und der denkt sich gerade, oh, Kanscha, der macht jetzt bestimmt ein Video und ich will in dem Video gegen ihn spielen und zeigen, was ich drauf habe. Ich nehme ihn auseinander. Du bist auf jeden Fall auf dem richtigen Weg, Super Fabi. Ich fühle mich gerade wie ein absoluter Loser. Naja. Okay. Gut, ich wollte das gerade kommentieren, aber da habe ich mir gedacht, nee, fürs Erste lasse ich lieber sein. Beim nächsten Mal vielleicht. Ah, by the way, in 7 Sekunden geht's weiter. Ah, doch nicht. Super Fabi, oder? Oh nee, er hat mich verraten. Agent Meta? Kommt mir ein bisschen bekannt vor. Sunrite? Elaine kommt mir auch ein bisschen bekannt vor. Oh, irgendwas Japanisches. P5K, BDW, XLF. Mhm. Okay. Aber ich hoffe, dass ich den Part gleich noch vor 17.30 Uhr veröffentlichen kann. Bin dann wieder bis 22 Uhr oder so unterwegs. Voll cool, Mann. In letzter Zeit freue ich mich immer darauf, wenn ich mit der Bahn fahren kann. Ich weiß nicht warum, aber ich setze mich sehr selten hin. Es sei denn, ich bin mit Menschen, also mit Leuten, mit denen ich in die Bahn gehe. Ansonsten stehe ich immer da vor der Tür und schaue so aus dem Fenster raus. Finde ich voll cool. Ah, ich kann es schaffen. Junge, ich kann es. Oh. Ich bin doch Luigi, oder? Wie, ich war jetzt Mario. Ich glaube, ich bin Luigi gewesen. Ich war gerade... Ja, doch, doch, Luigi. Nee, oder? Ich habe jetzt gerade auf die Fahne geschaut. Ja, Mann. Das ist es. Das ist es. I am so happy. I can't describe it in words. You know what I'm saying? Ach, es ist genauso wie, als ob ich eine Antwort auf eine Nachricht bekommen würde, die mich mega glücklich macht. Erster! La, la, la. Oh, 111 Punkte. Ich habe eben gerade 3 Punkte verloren und dann bekomme ich so viele Punkte. Naja gut, das sind die verloren gegangenen Punkte aus dem letzten Part. Aber auch in diesem Part habe ich einige Runden verloren. Wir machen weiter. Im Moment sieht es ziemlich gut aus mit dem Inet. Im Moment. Und ich glaube, bald werde ich tatsächlich loslegen mit den Livestreams. Allerspätestens ab dem nächsten Montag. Weil im Moment habe ich wirklich gute Erfahrungen mit meinem Internet machen können. Manchmal gibt es aber dennoch Momente, an denen ich ziemlich lange brauche, bis ich ein Video veröffentliche. Das hat irgendwie so seit ein, zwei Monaten bei mir den Grund, dass die Videos hin und wieder mal, nicht alle, aber hin und wieder mal gewisse Videos, ziemlich lange überprüft werden. Manchmal geht das so schnell, aber manchmal dauert das stundenlang. Aber gut. Man lernt. Ganz besonders, wenn man so eine Erfahrung macht, stellt man wieder fest, wie wichtig das doch ist oder wie hilfreich das sein könnte. Oh, eine Glocke! oh, danke. Wenn man einige Videos schon ein bisschen vorproduziert. Geil. Hä, ich habe den Block gerade überhaupt nicht wahrgenommen, deswegen habe ich mich über die Glocke gefreut. Ja, gute Idee, Toadette. Toadette ist so schlau, Mann. Oh, der Beat ist so cool. Hä? Oh nein! Ich bin ein Idiot. Ich habe einfach nur nachgemacht. Oh, richtig stupid. Oh, never ever. Hey, lass mich durch. Aufgeben. Ja, ich muss aufgeben. Wow. Ja. Wieso Zuschauermodus? Nani? Warum? Was habe ich jetzt schon wieder falsch gemacht? Bam, bam. Ich bin jetzt ein Zuschauer in meinem eigenen Part? Okay, kann man auch machen. Aber das fühlt sich voll komisch an. Ich will gerne spielen. Die wissen gar nicht, was sie machen. Ihr müsst das machen, was Toad macht. Oben ist falsch.
Ihr müsst das machen, was Toad macht. Wieso kommt sie wieder zurück, aber ich nicht? Toad, komm jetzt. Ja, du schaffst das. Oh, danke, du hast mich gerettet. Ja, sieht. Korrekt. Hä, wie kommt man denn da raus? Och, richtig blöd, ey. Toadette ist so schlau, ich laufe hier hinterher. Oh nein, ich habe ihn nachgemacht, Idiot, und das war falsch. Verloren, zu Recht. Okay, eine Runde geht noch. Eine Runde geht noch. Ich meine, jetzt war ich ja als Zuschauer unterwegs. Vielleicht macht euch sowas auch Spaß. Aber keine Ahnung. Ich dachte, es wäre schöner, wenn ich was mache. Minus 19. Ah, ja, okay. Freu dich, Yazid. Du siehst aus wie Bowser. Ein Bowser-Kostüm. Oh, ich hoffe, dass wir schnell fündig werden. Ich hoffe immer noch darauf. Immer noch. Ich höre nicht auf. Oh, haha, 4 von 4. Okay. Wie heißt der? Ich nenne ihn einfach was. Super Mario Bros. 1. Okay. Aber welches Level? Erste Welt. Welches Level? Das erste. Okay, schnell abbauen. Schnell abbauen. Ich finde das voll cool, dass Goomba da noch am Stehen ist. Hä? Ich wurde reingelegt. Und by the way, ich finde das voll cool, wenn in den Videos sowas Verschwommenes angezeigt wird. Ich habe das auch neulich bei jemandem auf dem Kanal gesehen. In ihren Videos. Richtig cool. Ich finde das so geil. Das chillt voll. Ich will mir mal das am Abend reinziehen. Ich glaube, das wird richtig cool. Ja, heute, wenn ich fertig bin und wieder zurückkomme. Oh, pass mal auf! Ah, ich habe ja... Nein! Ich bin ja in der Feuerform. Ja, genau, wenn ich heute Abend wieder zurückkomme, ziehe ich mir das rein. Fand ich voll cool. Nein! Oh nein, ich bin ausgerutscht. Ey, die Idee gefällt mir. Wisst ihr, was das für ein Level ist? Das ist ja ein Level, welches wiederum auf die verschiedensten Leveln aus der ersten Welt aus Super Mario Bros. Beruht. Auch eine coole Idee. Richtig cool. Geil, er ist reingefallen. Er ist reingefallen. Da kann man nicht rein, aber... Okay, gut. Gut. Hut. Gut. Ah, was? Mario ist am Führen? Ah, ich glaube, für Mario sieht das wirklich gut aus. Was? Wo ist denn das Ziel? Hä? Okay, ich glaube, man muss da irgendwo oben entlang gehen. Ich habe aber keine Ahnung, wo. Naja, was soll's. Irgendwie hat mir der Part sehr gut getan. Hat Spaß gemacht. Wirklich. Ich hoffe, ja, dass euch der Part auch Spaß gemacht hat. Irgendwie genieße ich den vernetzten Modus. Wisst ihr, der vernetzte Modus ist für mich so wie, als ob ich mich mit jemandem im Privaten treffen würde und dabei ist es egal, ob ich Besuch kriege oder mich mit jemandem im Internet treffe. Und einfach mal zocke und so losrede. Ja, Glückwunsch. Send right. Cooles T-Shirt. Okay, das war's dann. Im nächsten Part, ich habe keine Ahnung. Ich würde jetzt sagen, ja, im nächsten Part geht's weiter mit der Endlos-Herausforderung, aber auf einmal knöpfe ich mir eine Superwelt vor oder ich werde doch hier in der Levelsuchen-Funktion unterwegs sein. Mal schauen, falls ihr irgendwelche Wünsche habt, gebt mir sehr gerne in den Kommis Bescheid. Ansonsten, ja, ich kann mich bei euch echt nicht genug bedanken und ich hoffe, dass ich euch noch weiterhin sehen kann. Bis dann, Leute. Tschüssi.